Die Muldentalkliniken sind wieder einmal der Ort, an dem eine kleine Ausstellung für Patienten, Personal und natürlich für die Öffentlichkeit gezeigt wird. Gegensätze ist der Titel, unter dem die Werke von Lysanne Heider-Martin und Ralf Martin präsentiert werden. Gegensätze waren auch am Tag der Eröffnung schon vor der Klinik zu sehen. Das Licht in besagter Stunde bildete mit den dunklen Wolken sehenswerte Gegensätze. Die Eröffnung wurde musikalisch umrahmt von Janet Schanze und Klaus Herber aus unserer Region, die beide Mitglieder der Sirius Akkordeon Band sind. Vorgestellt wurden die beiden Künstler von Dr. Dieter Lavon vom Förderverein der Muldentalkliniken. Aber zur Einstimmung erst einmal ein russisches Lied. Lysanne Heider-Martin erläuterte zaghaft, wie sie zum Malen kam. Sie konnte sich so weit zurückerinnern, dass sie davon ausging, schon immer gemalt zu haben. Natürlich wurde auch im Elternhaus gemalt. Eine besondere Erinnerung hat sie an den Großvater, der Malerei besonders zugetan war. Lysanne Heider-Martin ist eher die Künstlerin mit dem zarten Bleistiftstrich. Ihr Repertoire reicht von Einzelporträts über Hochzeitsbilder bis hin zum Tierporträt, Gebäudedarstellungen und vielem mehr. Nun wurde Ralf Martin vorgestellt. Er ging den Weg, den viele junge Leute, die in den 80ern des vergangenen Jahrhunderts geboren wurden, gingen. Ausbildung, dann zur Arbeit in die alten Bundesländer und wieder Rückkehr in die Heimat. Dabei machte er seine ersten Schritte in die Malerei. Wie es nach der Rückkehr weiterging und welche Techniken er heute verwendet, erzählt er uns selbst. Bei den großen ist das so, dass ich mehrere Schichten die Ölfarbe aufspachte. Und wenn ich das durchkratze, wie das Weiß, was man da sieht, diese weißen Gräser, muss ich mit der weißen Farbe anfangen und danach spachtle ich das Blau drüber und die ganzen anderen Farben und dann kratze ich quasi die Ölfarbe wieder ab oder graviere das wieder raus, da wo ich es will, oder in dem Fall halt die Gräser, und so entsteht so ein Bild. Also ich muss vorher wissen, welche Farbe ich am Ende sehen will. Mit dem dritten Lied wurden die Gäste, die wie immer zahlreich erschienen waren, auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Wir schauen uns einige Bilder schon mal näher an. Das erste Bild stellt in einer Zeichnung nach einem Foto die beiden im Kindesalter dar. Das nächste Bild ist eine Ansicht von Großboden, die auch im Ortskalender in Verbindung mit dem Monat Januar veröffentlicht wurde. Natürlich dürfen Tierporträts nicht fehlen. Und wer ist geschmeidiger darzustellen als eine Katze? Ralf Martins Bilder, auf Hartfaserplatte mit Ölfarbe gespachtelt, sind Christbaumkugeln. Und passend zu dem gegensätzlichen Licht von draußen das Bild Guten Morgen. Sei noch vermerkt, dass die Zeichnungen und Malereien bis zum März diesen Jahres im ersten Obergeschoss des Krankenhauses Grimma zu sehen sind.